Okay, und da sind wir auch schon wieder. Na, wenn das mal nicht schnell ging. Nun ja, Spaß beiseite. Es fängt wieder ähnlich an wie beim letzten Mal. Und ich kann mich dieses Mal nicht dagegen wehren. Ganz einfach, weil hier. Klappt einfach nicht. Ich krieg die Dinger nicht gezogen. Das heißt, ich bin auf keinen Fall schnell genug, um da irgendwas ausrichten zu können. Das heißt, uns bleibt heute nur eine Möglichkeit. Bitteschön, das ist euer Spot, Leute. Habt Fun. Wir hätten ja sogar noch die reelle Chance gehabt, hier nebeneinander grinden zu können. Das Problem ist einfach nur, bis ich da hier diesen Magic-Pfeil rausgepusht kriege, sind die schon dreimal tot. Das ist halt echt das Problem jetzt. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine andere Möglichkeit, was wir mal in Angriff nehmen könnten. Und das wäre ein Dungeon Run. Moment, ich mache mich hier ein bisschen leiser. So. Okay. Denn der gute Goon von Deponia, aka Subject Delta, ist gerade aufgetaucht. Der ist mittlerweile Level 14. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal zurück auf Map 1 gehen. Und dort in die. Moment. Okay. Und dort in die. Ich hatte gerade ein bisschen an Hicks. In die Ruine von bla 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 gehen. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Das gibt für uns eventuell sogar noch XP. Für ihn auf jeden Fall eine Menge. Ja, und es ist auf jeden Fall, ja, besser als hier mit diesen pisseligen Mobs herumzukämpfen. Von daher könnten wir das doch vielleicht mal in Angriff nehmen. Deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt hier den letzten Pull. Er weiß noch nichts davon, dass wir jetzt kommen werden. Das ist ganz spontan, weil eigentlich habe ich ihm gesagt, er soll jetzt mal ein bisschen leveln gehen, damit wir schnell zusammen zocken können. Ja, aber da kam uns hier die Party dazwischen. Ich begrüße zwar immer, wenn sich so eine große Party findet. Vor allen Dingen auch eine relativ aktive Party. Ja, allerdings, wir können da halt nicht mithalten. Die werden uns auf kurz oder lang den Spot klauen. Ja, klauen in Anführungsstrichen. Ist halt immer so eine Frage für sich. Da wir momentan nicht schnell genug angreifen können, können sie uns auch nicht KS'en. Das ist halt einfach, wie schon gesagt, in den ersten Videos, beziehungsweise in dem Rage-Video und einen davor, beziehungsweise. KS ist ja halt nur, wenn ich vorher den Mob angezogen habe und der dann nochmal weggeschossen wird. Denn das kann da nicht der Fall gewesen sein, beziehungsweise wird nicht der Fall werden, weil ich halt einfach nicht rankomme früh genug. Das habe ich wahrscheinlich noch immer dem Server zu verdanken. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie es sonst anders sein könnte. Gut, wir kommen jetzt zu anderen Themen. Wie komme ich jetzt am schlausten zurück auf Map 1? Du bist der normale Schmuckhändler. Was bist du für ein Schmuckhändler? Im Optimalfall finden wir die Dingensrune. Perfekt. Auktionshausrune. Die nehmen wir doch mal direkt. Die teleportiert uns jetzt ins Auktionshaus, da wo die ganzen Leute rumstehen und ihre Sachen verkaufen wollen. Ich habe mir sagen lassen, dass das Auktionshaus im deutschen Server kein Notice Board mehr hat. Das ist ein bisschen schade, finde ich, wenn das wirklich stimmen sollte. Ja, da können wir uns direkt mal das Ganze reinziehen. Das leckt jetzt am Anfang immer erstmal tierisch, weil ich das erstmal alles aufbauen muss. Hier sind meistens sehr viele Leute drin. Und hier ist ziemlich viel Glitzer, was die Waffen angeht. Von daher leckt das immer ein bisschen. What the fuck? Wie viele Leute verkaufen denn hier? Das ist definitiv mehr als im US-Server. Boah, das ist ja richtig viel. Scheiße. No, okay. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe. Normalerweise hätte man hier anklicken können, da hätte man hier alles in einer guten Übersicht gehabt. Wenn jemand weiß, warum das geändert wurde, ja, dann lasst es mich doch wissen. Fünfer, einfach gut. Gucken wir mal schnell. Was? Was? Wie billig? Alter, ist das geil. Oh, meine Fresse, ist das geil. Wir können hier bald mal so richtig abgehen, ey. Die Fünfer und die Dual Lapis, die kosten hier quasi nichts. Ja gut, der hier kostet mehr. Das ist wieder, das ist komisch, aber gut. Die Preise sind hier eh, da kann man nicht nachgehen.
Aber so mit Fünfern kann man sich später echt gut eindecken, würde ich sagen. Obwohl der, ja, das ist auch, ja, der ist, geht so. Das ist ungefähr der Preis, den ich auch kenne hier für den hier. Aber zum Beispiel das hier mit 12 ist sehr billig. Und 3 Billionen, 3 Billionen ist es ja, ich bin ganz andere Summen gewohnt. 3 Millionen hier für ein Level 5er, das geht schon ganz gut klar. Ja, finde ich eigentlich sehr geil. Was sagen denn die Sechser? Was? Wie geil. Und das ist ja echt eine ganz gute Sache eigentlich, wenn ich das jetzt so hier sehe. Bisschen schade, dass das Notice-Book, Board, nicht Book, Board nicht funktioniert, aber gut. Hier Teleport, Glitter, natürlich möchte ich das. Ja, und dann werden wir jetzt den noch nichts ahnenden Goon alias Subject Delta inviten, der sich den Namen nebenbei so ausgesucht hat, dass das ein bisschen zusammenpasst hier mit dem Eleanor YouTube. Und Eleanor, ihr wisst ja, für die Leute, die vielleicht schon mal hier oder da. Moment. Party Subject Delta. Also. Für die Leute, die vielleicht schon mal Bioshock gespielt haben, beziehungsweise es gesehen haben, irgendwo auf YouTube als Let's Play oder sonst was, du könntest jetzt langsam mal die Einladung annehmen. Die wissen, Subject Delta, der Protagonist quasi des zweiten Teils und Eleanor, die. Moment, spoiler ich, wenn ich irgendwas sage? Nö, oder? Eleanor hat auch geringfügig etwas mit dem zweiten Teil zu tun. Subject Delta, komm jetzt. Ja, wenn ich dich schon einlade, dann komm, hopp, hopp. Ja, aber man muss dazu sagen, der Goon, das ist sein erstes MMORPG und er hat auch schon gesagt, er stellt sich vielleicht nicht ganz so gut an. Und ich habe neulich mit ihm privat in Anführungsstrichen gespielt. Ich wollte ihn natürlich ein bisschen pushen, damit er auch aus dem Pushen kommt. Haha, Wortwitz. Ja, na, ist noch ein ganz, ganz kleines bisschen Bedörfelchen. Bedarf. Ihr wisst schon, worum es geht. Aber ich muss sagen, er ist auch zu einer etwas blöden Zeit jetzt hier ins Spiel gekommen. Da ist halt. Jetzt bin ich total raus. So, aber das macht nichts. Ich lasse mich nicht selbst von mir selbst verwirren. Ich lasse mich nicht selbst von mir selbst verwirren. So, was ich sagen wollte, er ist halt zu einer blöden Zeit gekommen, weil es sind auch gerade diese Serverprobleme hier. Und wenn er auch nur ähnliche Server hat, wie ich es habe, dann ist das am Anfang natürlich extrem schwierig, hier wirklich Fuß zu fassen. Dementsprechend nehme ich fast an, dass er hier irgendwo rumtrollt gerade, ziemlich planlos möglicherweise sogar. Warte, war da hinten nicht irgendwas? UM-Krieger, nee. Ich versuch's gleich einfach nochmal mit dem Party-Invite. Der, also hier habe ich ihn das letzte Mal stehen lassen. Kann natürlich schon. Na klar, kann ich das nochmal senden. Sicherlich. Party. Okay. Wo hast du. Was machst du. Warum bist du dort? Okay. So. Jetzt müssen wir uns nur noch irgendwo finden. Deshalb erstmal die Karte aufmachen. Geh mal in Richtung Ruine von Argilla. Argilla heißt sie hier so? Nun gut. Ruine von Argilla. Na, und wer bist du? Kerberos, 81. 81? Warum 81? Ist das dein Geburtsjahrgang oder ist das die Charakternummer? Hast du wirklich schon einen? Nein, du hast doch nie im Leben 81 Charaktere probiert. Das glaube ich dir nicht. Aber dein Geburtsdatum? Na, man weiß es nicht, man weiß es nicht. 81. Okay, der
Subject Delta bewegt sich hier gerade genau dahin und hier sind wir ja auch. Wir sind einen kleinen Ticken schneller. Ich habe mir gestern auch mal eine neue Waffe gegönnt. Yay! Wuhu! Ich frag mal jetzt direkt nicht, was es für eine ist, weil wir sehen die ja sowieso. Und wir wollen jetzt auch irgendwie ein bisschen was schaffen hier im LP. Und wenn wir gerade bei Schaffen sind, werde ich jetzt hier warten und allerdings ihr nicht. Ich alleine werde hier warten und ihr werdet jetzt direkt ins nächste Video geleitet. Was ein Übergang.